Ich finde es leider, dass es ein Tabuthema mehr oder weniger geworden ist, weil, ob wir wollen oder nicht, der Tod gehört zu unserem Leben nun einmal mit dazu. Sage ich mal, nichts ist so fix wie der Tod. Wir wissen in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, dass uns das auch leider bevorsteht. Und ich glaube, je besser ich mich mehr oder weniger also darauf vorbereitet habe, sprich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, umso eher kann ich es einfach auch annehmen und sagen, ja, gehört mit dazu. Für uns als Gläubige heißt es aber dann auch, dass wir auf einer neuen Ebene dann im ewigen Leben auch mit Gott weiterleben dürfen. Also Durchgang eigentlich, nicht Ende. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. In Mexiko gibt es den Dia de Muertos, also der Tod wird richtig gefeiert. Da ist ja dann am 11. November ja tatsächlich dann Stimmung auch auf dem Friedhof, weil man hingeht, ja sogar den Schädel des Verstorbenen mit dazu nimmt, damit er mitfeiern darf. Das ist aber eigentlich auch eine andere Tradition als halt bei uns. Ich glaube, dass jede Region, jedes Land ihre Traditionen gefunden hat. Bei uns in Wien hat man halt eher die schöne Leiche mit allem Prunk und Pomp, der dazugehört, ne, der Pumpfineberer, der dazugehört, die schöne Kutschen normalerweise halt in Wien oder so. Ja. Also ich glaube, wenn wir unsere Traditionen, unsere Arten zu feiern ernst nehmen, dann haben wir schon ganz gute Sachen, um das auch gut bewerkstelligen zu können. Es ist halt immer, wir versuchen halt derzeit den Tod auszuklammern. Ja. Und dann geht halt manches leider durchaus verloren, was ich glaube ich durchaus auch da ist, um mir zu helfen, über den Verlust eines geliebten Menschen hinwegzukommen. Wenn neue Gräber gekauft werden, sage ich jetzt einmal, dann wird durchaus geschaut, wo ist es, wo schaue ich hin und so weiter. Oft ist es aber auch einfach das Familiengrab, das über Generationen weitergegeben worden ist und wo dann, ich merke es dann schon immer auch, ein gewisser Bezug da ist, weil da weiß man, da sind schon meine Urgroßeltern drin, meine Großeltern, meine Eltern vielleicht auch schon. Ja. Also da ist dann oft der Bezug der Familie stärker. Wie gesagt, wenn dann Zuzüge sind und die sagen, ja, wir überlegen jetzt, wir brauchen ein Grab, dann ist meistens halt, dass man mal runter geht und sagt, das ist frei, das ist frei. Da wird dann schon oft auch geschaut, wo schaue ich hin, wie schaut so die Nachbarschaft unter Anführungszeichen aus? Gibt es durchaus auch. Ja? So, das ist dann für mich immer so, naja, ist ja meine letzte Ruhestätte, da will ich schon wissen, wo ich bin.